Und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Tutorial hier auf meinem Kanal. Ja, heute zeigen wir euch, wie ihr so ein kleines Lagerfeuer hinbekommt, zusammen mit dem Streichholz. Hallo! Ja, das Ganze auf meinem Community-Server, der übermorgen erst eröffnet. Und ja, wie das geht, zeigen wir euch jetzt in Einzelschritten. Als erstes nehmen wir uns schon mal die Sachen, die wir brauchen. So. Dies werde ich natürlich auch machen. Genau. Auch auf meinem Kanal gucken. Jo. Ich werde euch den Kanal von ihm halt auch verlinken. Ne? Jo, ich habe das. Genau. Ich habe das Ganze hier schon mal in Einzelschritten aufgebaut, damit er sich das auch noch angucken kann, weil er gerade schon Fehler gemacht hat. Und ja, letztendlich wird es halt so aussehen. In der 1.9 macht es auch Sounds, soweit ich weiß. Aber wir zocken hier, wie man sieht, wie man weiß, in 1.8 noch. Weil, Community Server, warum sollte ich schon einer vorher 1.9 machen? So, als allererstes machen wir ein Loch, was 3 Blöcke lang, 2 in der Breite und 2 nach unten ist. Machen hier noch einen Block weg und setzen das jetzt hier im Betten. Wofür das ist, seht ihr gleich. Dann kommt hier so eine Wall hin. Hier auch. Hier und hier. Hier setzt ihr Wasser hin. Jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt fertig. Und zwar diesen. Als nächstes kommen hier gleich die Armor Stands rein. Und dafür müssen wir noch was vorbereiten. Das zeige ich euch mal eben, wie das geht. Wir machen als erstes hier zu und hier zwei hoch. Damit die Armor Stands nämlich nicht nach da fließen gleich, sondern nach hier. Dann setzen wir hier Wasser hin. Und tun jetzt einzelne Armor Stands hinpacken. So. Ungefähr so. Jetzt können wir hier das mal eben abbauen. Und hier das Wasser wegmachen. Und wie man sieht, jetzt hüpfen die Armor Stands. Dann tun wir hier die Quelle schließen. Jetzt nehmen wir uns ein Lava-Bucket und tun hier ganz schnell diese Wall auswechseln mit Lava. Und ich bin ein Hurensohn, hallo? Ich hab's mal wieder verkackt, Alter. Danke, dass ich's auspiepen darf. Naja, auf jeden Fall, nun, ihr wollt ja hier auch, so wie wir hier hinten, wo haben wir's? Da, Boden drauf haben. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr tut euch mal eben hier, da, wie man sieht, ich kann hier keine Blöcke hinbauen, müsst ihr euch mal eben hier hochbauen, setzt das so hin, schlagt die beiden Blöcke weg, genau, und tut jetzt hier drauf ein paar Slime-Blöcke, dann hochbauen, Pisten, nach unten hin, und hier oben ein Redstone-Block oder ein Schalter, wie auch immer. Und das Ganze müssen wir jetzt dann noch einmal machen. Da ein Pisten und jetzt können wir die Slime Blocks tun und schon sieht man, sie haben unser Lagerfeuer. Und wie gerade schon gesagt, in der 1.9 ist das Ganze sogar so, ich weiß, mit Sounds. Und ja, finde ich eigentlich recht schön. Nachteil dabei halt, man hat hier unten noch die beiden Betten, also das Bett und so, aber finde ich eigentlich recht schön. So. Ah, jetzt sehe ich gerade meinen Fehler. Ich habe mal wieder einen Fehler gemacht. Jo. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr diese Wasserquelle, die fließt ja jetzt noch durch. Denn, yeah. Da müsst ihr das Wasser auf jeden Fall hinsetzen. Ich habe das jetzt zweimal hintereinander richtig falsch gemacht. Also, ja. Also gut. Ich bin halt ein dummer Junge. Ja, aber ich verabschiede mich dann schon mal für diese Folge und gucke dann währenddessen mal Streichholz zu und verbessere ihn. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.